Willkommen zu Boomcast Industriekultur, dem Podcast zur 4. Sächsischen Landesausstellung. Diese Landesausstellung ist verschoben worden und den so entstandenen Platz wollen wir nutzen. Viermal sprechen wir hier mit jeweils zwei Gästen zu verschiedenen Aspekten der Lage in Sachsen und auch darüber, wie es hier die nächsten Jahre wird weitergehen können. Unser Thema heute lautet Transformationsprozesse in der sächsischen Wirtschaft, und zwar vergangene, gegenwärtige und, da wird die Faktenlage ein bisschen dünner, zukünftige. Mit denen wollen wir uns auch auseinandersetzen. Deswegen freue ich mich besonders, dass Marina Heimann hier mit ist. Sie ist Bankkauffrau gelernte, sie hat Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaft studiert und ist Geschäftsführerin bei Future Sachs. Das ist die Innovationsplattform des Freistaates Sachsen. Sie hat also ganz viel mit Gründern zu tun, mit dem Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Bei mir ist auch Professor Dr. Mike Schmeitzner. Er ist Zeithistoriker und ist an der TU Dresden im Fach Neuere und Neueste Geschichte als Professor tätig und zudem seit 1998 am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Frau Heimann, ich würde mit Ihnen gerne beginnen und mich dann zu Herrn Schmeitzner vorarbeiten. Sie haben, ich habe das eingangs bereits gesagt, viel mit Gründern zu tun. Was bekommen Sie von denen denn gerade in dieser Krise, die sicherlich alle trifft, zurückgemeldet? Trifft es die besonders hart oder kann man sagen, Gründer sind agil, sind einfallsreich, die stecken sowas viel leichter weg? Wie ist da die Situation? Also in erster Linie zeichnet die Gründer eine wahnsinnige Energie aus, gerade jetzt in einer Phase wie dieser. Denn das, was sehr charakteristisch für Gründer ist, ist einfach die Flexibilität, der Umgang mit Situationen, die Anpassungsfähigkeit und auch dieses Zukunftsorientierte, das Optimistische. Das muss man ganz klar sagen und das ist sehr, sehr viel positive Energie, wo es an anderer Stelle gerade natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen gibt, mit denen die Menschen zu tun haben. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass sie natürlich besonders getroffen sind, denn jegliche Fördersysteme oder auch Unterstützungsmöglichkeiten, die sind nicht unbedingt für neue Geschäftsmodelle und die zukünftigen Unternehmer konzipiert. Es wird zwar viel versucht, dort anzupassen und Möglichkeiten zu schaffen, um sie zu unterstützen, aber sie sind nicht dafür konzipiert. Also ein kleines Beispiel, ein Kredit ist natürlich für jemanden, der noch nicht gegründet hat und keine Historie hat, also nicht bankable ist, wie man so schön sagt, keine wirkliche Unterstützungsmöglichkeit. Und insofern sind wir einfach alle ganz optimistisch und wünschen uns ganz sehr, dass seitens Politik, Bankenlandschaft, aber auch Gesellschaft als solches, das erkannt wird, weil das natürlich für die Zukunft ganz wichtig ist, auch die zukünftigen Unternehmer jetzt zu stärken. Um das noch zu einem kurzen Ende zu führen, was wäre da Ihr Wunsch, was wäre ein geeigneteres Instrument als ein schnöder Kredit? Also das, was ganz wichtig ist am Anfang, ist eine gestärkte Eigenkapitalbasis. Und auch da, historisch bedingt, ist natürlich in Sachsen nicht ganz so viel Eigenkapital vorhanden. Ne? Also wir haben ja historisch, wo soll es herkommen, auch das Thema Business Angel, Family Office ist jetzt in Sachsen als Beispiel nicht so stark vertreten. Deswegen die Eigenkapitalseite zu stärken. Und das können Beteiligungen sein zum einen. Das können also stille Beteiligungen, aber auch offene, durch den Freistaat, durch andere Institutionen. Oder aber eben auch, dass bankenseitig einfach geschaut wird, wie kann man dort besser aufeinander zugehen. Oder auch, was ich gerade angesprochen hatte, das Thema Business Angels, also die Privatvermögenden motivieren, Anreize schaffen, dass sie diese jungen Unternehmer gegenwärtig unterstützen, was ja auch eigenkapitalseitig ist. Dieser Bereich Risikokapital ist in Deutschland generell schon traditionell eher gering ausgeprägt, was sehr schade ist. Im Osten sicherlich nochmal besonders. Was ist da Ihre persönliche Erwartung, diese Rezession, wie stark oder schwach auch immer sie sein wird, in die wir jetzt hineinlaufen, wird die da eher was zum Guten verändern, weil mehr Kapital frei wird, oder machen Sie sich schon Sorgen, dass es die nächsten Jahre noch schlimmer werden könnte? Also es ist definitiv eher der zweite Teil. Ich bin ja auch als Regionalvertreterin vom Freistaat Sachsen im Bundesverband Deutsche Startups aktiv und wir sind dort sehr eng im Austausch auch mit den Kapitalrisikokapitalgebern. Und es ist definitiv so, dass die Bereitschaft, Kapital zu investieren, jetzt erstmal sinken wird. Denn jeder muss sein eigenes Portfolio natürlich jetzt sichern und schauen, wie die Unternehmen innerhalb des Portfolios gestärkt werden. Denn es ist ja eine Situation, die auf der ganzen Welt die Unternehmen und die Akteure trifft. Also es ist nicht ein einzelner Bereich, sondern es ist wirklich übergreifend. Und vor dem Hintergrund ist es ganz, ganz elementar, dass man dann einfach schaut, okay, wie können wir das stärken, unterstützen und nach vorn bringen. Und es wird grundsätzlich so sein, dass die ohnehin schon etwas eingeschränktere Finanzierungsfreudigkeit, also grundsätzlich ist sehr viel Kapital da, aber es ist, denke ich, eher ein Mentalitätsthema, noch ein bisschen gedämpft wird und das sicherlich auf das nächste 1,5 Jahre hinausgeblickt. Und deswegen ist es auch wichtig, Unterstützungsmöglichkeiten zu bauen. Herr Schmeitzner, Frau Heimann sagt es gerade schon,
Es betrifft ja jetzt nicht nur die Gründerszene, es betrifft ja die ganze Wirtschaft, was wir gerade erleben. In welcher Weise ist dieser Schock, den Corona auf die Wirtschaft auslöst, beispiellos oder ist er das gar nicht? Haben wir Dinge, die wir damit vergleichen können, schon mal erlebt oder Vorfahren von uns erlebt? Naja, als Historiker ist man natürlich immer so was wie rückwärtsgewandter Prophet. Und wenn man natürlich noch Zeithistoriker ist, blickt man ins 20. Jahrhundert, also vom 21. Stück weit zurück. Und wenn ich mir da die ersten 50 Jahre anschaue, nur diese ersten 50, etwa bis 1945 und folgende, da haben wir mehrere ganz ähnliche Krisen, die vielleicht nicht analog sind, jetzt vergleichbar sind, von dem, wie es begonnen hat, was das Entscheidende war am Anfang und wie diese Krise bewältigt worden ist. Aber wie sie die Wirtschaft im Einzelnen getroffen hat und mit welchen Auswirkungen, da haben wir mindestens vier entscheidende Transformationen, vier große Krisen, wenn Sie an 1918, 19 denken, die Umstellung wieder auf die Friedensproduktion, wenn Sie denken an die große Inflationskrise von 1922, vor allen Dingen 1923, die vor allen Dingen Sachsen unheimlich hart getroffen hat. Oder dann, wenn Sie denken an diese globale Krise, die auch Deutschland und Sachsen wiederum sehr hart getroffen hat, die Weltwirtschaftskrise. Dann sogar mit einer Ablösung des politischen Systems, mit einer Systemkrise, die in einer totalitären Diktatur geendet ist. Und dann die Transformationskrise von 1945 folgend, dem Ergebnis zwei deutsche Staaten. Da haben Sie natürlich Krisenerscheinungen, da haben Sie Transformationen, die kaum ein anderes Land in Europa und in der Welt aufzuweisen hat, wie Deutschland, wie gerade Ostdeutschland oder eben auch Sachsen. Das ist jetzt nicht Ihre Hauptaufgabe, aber als Bürger würde mich natürlich interessieren, wenn ich Ihnen zuhöre, was können wir denn daraus lernen, aus diesen Dingen, die bereits passiert sind? Gibt es da Dinge, die man ableiten kann, an die man sich jetzt erinnern kann, die vielleicht helfen, besser, ein Stück besser durch die nächste Zeit zu kommen? Auf jeden Fall. Also wenn ich mir anschaue, wie die Krise versucht worden ist, von 1929 bis 32, 33 zu bewältigen, dann kann man Schlüsse daraus ziehen, wie man es eher nicht machen sollte. Denn was danach kam, vor allen Dingen im politischen Bereich, das sollte man unbedingt vermeiden. Denn was ist damals getan worden nach 1929, 30? Man hat eher zu einer deflationären Politik gegriffen, zum Deflationismus. Das heißt, man hat nicht versucht, von Staats wegen dirigistisch einzugreifen, Kredite zu vergeben. Man hat nicht versucht, viele Unternehmen zu retten, sozusagen die Wirtschaft weiter anzukurbeln, sondern aus ganz verschiedenen Gründen hat man ab 1930, 31 versucht, Sozialleistungen zu kürzen, Darlehen zu kürzen. Man hat Firmen in Bankrott gehen lassen. Das heißt, in der größten Krise Deutschlands und zumal Sachsens mit Arbeitslosenzahlen mit über 6 Millionen, in Sachsen 700.000, auf dem Tiefpunkt der Krise 1932 hat man faktisch die Sozialsysteme gegen die Wand laufen lassen. Man hat Arbeitslosenversicherungen gekürzt, die Gruppen, die es betraf, gekürzt. Man hat Fürsorgeempfänger, die es dann mehr gab, an die Kommunen weitergeleitet, die pleite wurden, die unter Zwangsverwaltung gestellt worden sind. Das heißt, man hat vieles dafür getan, Menschen in Hoffnungslosigkeit geradezu hineinzutreiben und sie von den, ich sage es mal, herkömmlichen demokratischen Parteien ein Stück weit zu trennen und abzulösen und hin zu radikalen Parteien und Heilsbringern zu befördern. Ja. Und wenn man etwas daraus lernen kann für die Zeit jetzt und in Zukunft, dass sich der Staat, die Gemeinschaft eben nicht zurückziehen kann aus den Aufgaben, Unternehmen und ganz normale Menschen unterstützen sollte in der Krise und sich nicht zurückziehen sollte und Menschen Hoffnungslosigkeit vermitteln sollte. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen in Sachsen, betrifft den Automobilbau. Auch daran können wir jetzt die ganzen Tage und Wochen daran denken. Die Automobilindustrie versucht ja jetzt wieder Sonderprogramme auflegen zu lassen durch die Regierung. Das ist das Einzige, was in Sachsen funktioniert hat 1932, wo von Regierungsseite gesehen worden ist, um Gottes Willen, die komplette Automobilindustrie, damals DKW, Hohr, stehen vor dem Bankrott. Die können nicht mehr. Wenn wir die jetzt fallen lassen, ist ein ganzer Industriezweig pleite. Das ist gerettet worden.
Wie ist denn, Frau Heimann, wenn wir das mal auf jetzt spiegeln? Sie haben ja gesagt, das leuchtet erstmal ein, die bestehenden Programme, die es gibt, die sind in der Regel erstmal nicht für junge Unternehmen ausgelegt. Wenn Sie jetzt als Vertreterin dieser Szene sich mit Ihren Sorgen an die politische Klasse wenden, haben Sie da den Eindruck, das geht in so eine Richtung, wie Sie Herr Schmeizner gerade historisch beschrieben hat, dass da eher die Hand gehoben wird? Oder denken Sie jetzt mal auf Ihren Bereich bezogen, das läuft gerade besser als das historische Szenario, was wir gerade als Vergleich gehört haben? Also ich denke, dass es besser läuft als das historische Szenario. Ich denke, das kann man ganz klar mit Ja beantworten. Ich bin dort auch im sehr regen Austausch natürlich mit dem Wirtschaftsministerium und verschiedenen anderen Akteuren. Und ich weiß es auch durch den Bundesverband auf Bundesebene. Es ist auf jeden Fall erkannt, dass das ein Thema ist. Und man hat den Willen und auch die ganz tolle Passion, muss man wirklich sagen, auch den Gründerbereich zu stärken und zu unterstützen. Aber es ist halt die besondere Situation natürlich, dass es gerade jeden und überall betrifft. Und einfach die Frage ist, wo fängt man an, was zu welchem Zeitpunkt? Als Vertreter natürlich von dieser Startup-Szene kann es mir da nicht schnell genug gehen, ganz klar, weil die jungen Unternehmen einfach auch nichts haben, auf das sie zurückgreifen können, was in der Regel, sage ich mal, bei einem etablierten Unternehmen eher der Fall ist oder eben mal ein schneller Kredit funktionieren kann. Das ist dort nicht da, weil wo soll es herkommen? Und deswegen ist Zeit der entscheidende Faktor, dass es dort schnell gehen muss. Aber grundsätzlich, die Herausforderung ist verstanden, der Wille, etwas zu tun, ist definitiv da. Und jetzt, das meinte ich vorhin mit dem Daumendrücken, heißt es halt nun auch, den Worten Taten folgen zu lassen. Denn, wie sagt man so schön, machen ist krasser als wollen. Herr Schmeizner, wenn man so viel über Geschichte weiß wie Sie, beruhigt einen das eher in so einer Situation wie jetzt, weil man im Hinterkopf irgendwie so hat, da gab es schon ganz andere Stürme, die irgendwie überstanden wurden? Oder wird man vielleicht sogar nervöser, weil man wie so in A Beautiful Mind irgendwie auf einmal laute Parallelen sieht zu Dingen, die man sonst nur in Büchern gelesen hatte. Also das ist schon richtig, wenn man diese Geschichte im 20. Jahrhundert im Hinterkopf hat mit diesen vielen Krisen und Transfergeschichten, die viele Millionen getroffen hat, zumal in Sachsen. Da ist man natürlich hin und her gerissen. Ja? Auf der einen Seite schaut man nach hinten und sagt, oh je, schon wieder eine Krise mit diesen globalen Ausmaßen. Auf der anderen Seite sieht man ja tagtäglich und hört politischer Protagonisten, wo man jetzt annehmen kann. Und es geht ja aus verschiedenen Statements von entscheidenden Protagonisten daraus hervor, dass sie jetzt die Geschichte im 20. Jahrhundert jedenfalls in wesentlichen Teilen auch kennen, auch gut beraten sind anscheinend. Und anders als damals, vor allen Dingen anders als 1923 und anders als 1929 bis 1932, eben nicht Wirtschaft Wirtschaft sein lassen und Menschen Menschen sein lassen und Menschen fallen lassen zu Millionen, um einen Sozialstaat gegen die Wand laufen zu lassen, einen Sozialstaat zu schröpfen quasi, dort Kahlschlag zu betreiben, sondern mir scheint, dass durchaus, und zumal in Sachsen, aus der Geschichte insofern gelernt worden ist, wenn ich mir die Parallelen anschaue, Anfang der 30er Jahre, was dort gemacht worden ist, wie dort Leistung verweigert worden ist und Menschen in die Hoffnungslosigkeit getrieben worden ist, sind mit ganz anderen Ausnahmen. Ja. Es gab Hungertode, es gab Hungerdemonstrationen, es gab politischen Extremismus, das können wir uns in dem Ausmaß nicht vorstellen. Also über 50% der Menschen haben dann auf dem Höhepunkt 32 nicht mehr demokratische Parteien gewählt und wollten vor allen Dingen mit dieser NSDAP eine NS-Diktatur. Ja, also haben nach dem starken Staat gerufen, nach Hilfe vom Staat. Der Staat hat sich verweigert und die anderen haben scheinbare Hilfe angeboten. Ich denke, das sehe ich jetzt, das sehen wir in dem Maße nicht natürlich. Jetzt gibt es ja schon wieder ein paar kleine Splittergruppen, die sich finden und ein teilweise, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, kurioses Demonstrationsgeschehen auch auf öffentliche Plätze führen. Muss man das entspannt betrachten, weil das sind gar nicht so viele, wenn man mal auf die Bevölkerung das umrechnet? Oder sehen Sie das kritisch, solche Dinge? Ja, also noch sehe ich das entspannt, diese Dinge, die sich da bewegen. Wie gesagt, wenn ich mir die Bilder, und es gibt laufende Bilder und Fotografien aus den 20er, frühe 30er Jahre anschaue, mit paramilitärischen Parteiarmeen, die zum Teil bewaffnet waren, mit hunderten Toten in einem Jahr, zum Teil in wenigen Monaten, etwa im Sommer 1932, mit Hungerrebellion, mit Hungertoten etwa im Schlesischen oder in Teilen von Sachsen. Davon sind wir, denke ich, ein ganzes Stück weit entfernt, Gott sei Dank.
Frau Heimann, der Transformationsdruck ist ja jetzt auch hoch. Also Transformation ist ja nicht immer nur was Freiwilliges, wie wir auch gerade in der historischen Perspektive noch mal besser verstehen, sondern etwas, was mir zugemutet wird auch. Da hat es natürlich Vorteile, wenn ich eine Idee habe, wie ich mit diesem Transformationsdruck umgehe. Was können denn gar nicht mal nur etabliertere Unternehmen, sondern vielleicht die ganze Gesellschaft, was kann man sich denn von dem, was man manchmal kollektivierend Gründergeist nennt, was kann man sich denn davon abschauen für sein Privatleben, für sein eigenes berufliches Leben, für sein Unternehmen? Was erleben Sie bei den Menschen, mit denen Sie zu tun haben, wo Sie sagen, da könnten sich alle mal eine Scheibe abschneiden? Also ich denke, das was halt ein wahnsinnig positives Momentum ist und wahnsinnig viel Energie gibt, ist einfach das Positive und Optimistische in allen zu sehen. Und das ist schon was, was die Szene massiv auszeichnet und sich überträgt. Bei FutureSax ist es ja so, dass nicht nur die Gründer darin sind, sondern auch die etablierten Unternehmer, auch Wissenschaftler und eine Menge an Multiplikatoren. Und das ist eine wahnsinnige Energie, die weitergegeben wird. Und gerade auch jetzt, ein schönes Beispiel dafür ist der Sächsische Gründerpreis, wo auch überlegt wurde, der ja initiiert ist als Staatspreis vom Wirtschaftsministerium, ihn zu stoppen, weil die Situation ist und wir haben alles dran gegeben, dass er weitergeht und sind wahnsinnig überrascht gewesen, weil es eine Rekordeinreichung gab mit 126 Einreichungen, weil plötzlich doch viele Leute gesagt haben, jetzt erst recht, jetzt bin ich vielleicht gerade zu Hause oder eingeschränkt in meinem Tun und wie kann ich die Energie umwandeln und Ideen, wie Sie es gerade sagten, Wirklichkeit werden lassen. Es gibt bestimmte Förderprogramme, wo man sich im Monat mit 1.000 Euro unterstützen lassen kann, um so eine Idee voranzutreiben. Und diese Energie einfach zu sagen, okay, was gibt es denn für Probleme und Herausforderungen? Ja, wir haben gerade ein gemeinsames Großes, was es zu lösen gilt, aber es gibt ja genügend andere Herausforderungen und Themen. Und warum versuche ich nicht eine Lösung zu finden für diese Thematik? Weil in der Regel ist ja alles heilbar und es gibt für alles Lösungen. Und diese Verantwortung zu nehmen, selbst Teil der Lösung zu sein, selbst Zukunft zu gestalten, das ist was die Gründerszene stark ausmacht, was aber wahnsinnig schön sich überträgt um alle, die da Berührungspunkte haben. Und das kann jeder Einzelne, kann da Teil des Ganzen sein, egal ob es eine Situation ist, wo wir jetzt solidarisch miteinander umgehen und wie gesagt, den Schutz tragen, um andere zu schützen oder eben bestimmte Regeln einhalten, aber eben auch Lösungen zu finden für bestimmte Herausforderungen. Wer leistet denn, Herr Schmeitzner, historisch gesehen Transformationen, egal ob nun freiwillig oder nicht? Und wenn ich sage leisten, ist das natürlich ein ambivalentes Wort. Also wer ist von Transformationen am meisten betroffen und bewerkstelligt sie nochmal, egal ob er oder sie möchte oder nicht? Es kommt auf die Transformationsphasen darauf an, wenn Sie so fragen. Also wenn Sie etwa fragen, 1929 und folgende, dann waren Leidtragende natürlich viele oder ein Teil der Unternehmen. Ist dann wiederum die Frage, welche. Da muss man dann genau gucken mit Blick auf Sachsen. Die Textilindustrie ist sehr stark betroffen worden. Die Musikinstrumentenindustrie ist sehr stark betroffen worden. Aber auch der Maschinenbau, so er nicht eine breite Palette hatte im Sortiment. Denken Sie an Richard Hartmann in Chemnitz, die große Firma mit 10.000 Beschäftigten, die schon 1930 pleite gegangen ist. Also große Teile der Industrie sind bankrott gegangen. Ein Drittel der Unternehmen schätzt man bis Anfang der 30er Jahre. Und natürlich sind auch viele ganz normale Menschen, Arbeiter, Angestellte, Beamte, vor allen Dingen Angestellte und Arbeiter betroffen gewesen, weil sie einfach aus dem Produktionsleben rausgestoßen worden sind. Ja. Und dann noch nicht einmal in der Arbeitslosenversicherung, die es seit 1927 auf Reichsebene gab, aufgenommen worden sind, aufgefangen wurden, weil die gekürzt worden sind, weil sie als Fürsorgeempfänger weitergereicht worden sind an die Kommunen. Also die betroffen waren, das war ein großer Kreis, ein Kreis, der nach Millionen gezählt hat. Wenn Sie danach fragen, wer etwa von den politischen Auswirkungen betroffen war in der Zeit nach 1933, da liegen die Dinge natürlich ganz anders. Da sind vor allen Dingen politische Eliten betroffen worden, nicht nur, aber vor allen Dingen. Nämlich die politischen Eliten, die Parteien, die jetzt verboten worden sind, unterdrückt worden sind, die einen demokratischen Anspruch hatten, wenn ich etwa an Liberalismus, Sozialdemokratie denke, die ins Exil getrieben worden sind, also die in der Tat aus dem normalen gesellschaftlichen, politischen Leben heraussortiert worden sind, zum Teil mit wirklich drastischen Methoden.
Und für die Zeit nach 45 sieht das wiederum ähnlich aus, wenn Sie an Firmen denken, die dem sozialistischen Anspruch, der sozialistischen Transformation zuerst im Wege standen, Finanzinstitute, Großunternehmen, die relativ schnell verstaatlicht worden sind nach 1945, die kleineren, die dann in halbstaatliche Unternehmen transformiert worden sind. Also da hat es dann die Wirtschaft und vor allen Dingen den Unternehmertypus als solchen getroffen, aber auch wiederum politische Eliten ganz unterschiedlicher Art. Wenn Sie etwa an die braune Elite denken, die natürlich zu Hunderttausenden existierte, ja, vom kleinen Ortsgruppenleiter bis zur mächtigen Gauleitung in Sachsen, die sind natürlich ausgeschieden worden, sind in Speziallager etwa der Sowjets eingepfercht worden, unter anderem. Also da hat sich vieles auch im Politischen komplett verändert. An Sie beide die Frage, was ja heute noch beschworen wird, man kann gelegentlich auch den Eindruck bekommen, überstrapaziert ist ja dieser Erfindergeist in Sachsen und dieses so geht sächsisch und wir waren schon immer helle und wir haben immer wieder Ideen gehabt. Ich weiß nicht, wie viel davon noch da ist und wie viel davon Klamauk ist, Marketing-Klamauk. Was ist Ihr persönlicher Eindruck? Wer möchte beginnen? Ja. Also wir dürfen diesen Job ja machen und lieben ihn wirklich, denn es ist jeden Tag so, dass wir das vor Augen geführt bekommen. Also gerade in der aktuellen Situation, das ist ein wunderschönes Beispiel, ein Sondermaschinenbauer aus Dresden und ein Textilunternehmen aus Mildenau im Erzgebirge, die eigentlich nie miteinander wirklich in einen Austausch kommen würden, bei Future Sachs halt in dem Gesamtnetzwerk sind und man zusammengepackt hat, die jetzt halt eine Produktion für diese FFP2-Masken innerhalb von Wochen umgesetzt haben, was es sonst jetzt nirgends gab. Einfach so. Und das, weil die beiden Unternehmer gesagt haben, wir haben eine Herausforderung, wir haben ein Know-how, wir haben ein Wissen, Textil, wir hatten das Thema gerade, dass das eigentlich etwas zurückgedrückt wurde. Und entsprechend haben die gemeinsam eine Lösung in kürzester Zeit entwickelt, weil das intrinsisch da ist und dieses Bedürfnis, was zurückzugeben. Das Zweite, was man ganz massiv sieht, Digitalisierung. Was wurde nicht alles gemacht, dass Unternehmen, auch etablierte Unternehmen, sich digitalisieren? Wir sehen das bei ganz, ganz vielen, natürlich bei den Gründern sowieso, aber auch bei den Etablierten, die sagen, ja jetzt, wir müssen sowieso und jetzt nutzen wir es aber und machen das auch gleich richtig. Hinterfragen gleichzeitig das Geschäftsmodell. Wo kommen wir vielleicht noch Potenziale für die Zukunft, um es weiterzuentwickeln? Das ist, was ich meinte, diese positive Energie. Und die führt natürlich dann dazu, wenn ich die Kraft und Energie habe und die Kompetenz, dann kommen mir auch Ideen, dann möchte ich es auch umsetzen. Und deswegen glaube ich schon, dass der sächsische Erfindergeist noch da ist. Er war jetzt ein bisschen eingeschlummert. Ich glaube, das hat was auch zu tun mit dem Wohlstand, mit dem uns ging es ja gut. Die Wirtschaft hat geboomt und sich entwickelt. Und man braucht ja für Kreativität Zeit und Ruhe. Ne? Also das ist ja irgendwo miteinander. Und ich glaube, da müssen wir natürlich einen Fachmann fragen, aber mit jeder Krise ist ja auch oder aus jeder Krise ist ja die Wirtschaft in der Regel schon auch gestärkt oder zumindest in Teilen gestärkt herausgekommen. Aber das können wir vielleicht den Fachmann zufragen. Ja, ich bin der rückwärtsgewandte Prophet und nicht der Visionär oder der das jetzt Gegenwärtige beleuchtet. Dann frage ich Sie als Bürger, Herr Schmeitz. Beurteilt. Also ich würde schon sagen, es gibt so etwas wie sächsischen Unternehmergeist, sächsischen Erfindergeist. Das hat sich auch gewissermaßen verselbstständigt, diese Parole und dieses Fluidum, was es da gibt, übrigens seit mehr als 150, 200 Jahren. Das ist, wir müssen nur auf diese wunderbare Tafel schauen, natürlich auch eine Ausgeburt dieses ganzen Silberbooms gewesen, schon im Hochmittelalter. Und hat sich dann 18. bis 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung, Hochindustrialisierung quasi fortgesetzt, hat dort einen Höhepunkt erlebt, weil Sachsen quasi die Wiege mit war und eine große Stellschraube in Europa dieser Hochindustrialisierung. Ne? Entscheidende Schlüsseltechnologien stammen von hier. Wenn wir uns etwa auch große Universitäten anschauen in Dresden, wenn wir uns Freiburg ansehen, aber auch Tharandt, die forstwissenschaftlichen Einrichtungen, da hat sich vieles neben der Wirtschaft und verflochten damit seit dem 19. Jahrhundert bewegt und entwickelt und hat gewissermaßen auch immer an der Spitze mitgestanden bis ins 20. Jahrhundert und darüber hinaus viele Impulse von hier ausgegangen, wenn wir uns etwa die Textilindustrie anschauen, wenn wir uns geradezu, ich sagte es vorhin, den Automobilbau anschauen.
wo jetzt wieder ein Level aufgelegt wird bei Zwickau, aber auch in Dresden. Da werden sicherlich und da können noch Impulse kommen, das denke ich auf jeden Fall. Also dafür ist Sachsen immer gut. Das will ich schon mal sagen als rückwärtsgewandter Prophet. Es ist ja tatsächlich beeindruckend, wie Sie sagen, Frau Heimann, es gibt Leute, die wussten gestern noch nicht, wie man einen Fax verschickt und jetzt stellen sie bei Zoom irgendwie alle 3 Sekunden ihre Hintergründe um. Und das ist ja sehr, sehr beeindruckend. Zum Schluss unseres Gesprächs wüsste ich von Ihnen beiden gerne zunächst einmal, was glauben Sie, was, wenn diese Krise wie auch immer vorbei ist, was kommt zurück, obwohl es nicht zurückkommen sollte? Also manche sagen, dass viele fliegen, das fällt da vielen ein. Fallen Ihnen Dinge ein, die gerade besser sind, aber vielleicht nicht besser bleiben? Müssen nicht beide beantworten? Also ich kann das kurz und knapp machen, weil ich heute Vormittag mit Studierenden eine Videokonferenz hatte. Habe dort Lehre sozusagen via Rechner abgehalten, also online, wie man das so schön neudeutsch und manchmal auch erfolgsträchtig jetzt anpreist. Und ja, gesehen haben wir uns nicht, weil Datenschutz vieles mehr aufgerufen worden ist bei verschiedenen. Und was ich vor dem Hintergrund auch so mit einigen technischen kleinen Problemen, die sich daraus immer wieder ergeben, gerne für mich zurückhaben möchte und Studierende sehen es ganz genauso, das ist die Präsenzlehre schlicht und einfach, die nicht ersetzt werden kann. Ja. Also es ist eine interaktive Form, mal von der Vorlesung abgesehen, wo sie eher frontal der Anbieter sind. Aber wenn ich so die Seminare mir anschaue, Lektürekurse anschaue, Übungen mir anschaue, das fehlt einfach, das lebendige Miteinander. Das ersetzt auch nicht eine Videokonferenz, so schön und so gut und technisch brillant sie auch sein mag. Ne? Dieses Miteinander, dieses physische, das wünsche ich mir auf jeden Fall wieder. Und das sehe ich auch hoffentlich kommen. Dann, Frau Heimann, gebührt Ihnen die letzte Frage. Sie können gerne noch kurz darauf eingehen. Dann möchte ich Ihnen aber noch eine zweite Frage mit auf den Weg geben, nämlich was kommt auf keinen Fall wieder? Und das ist auch schön, dass es nicht wiederkommt. Okay, also ergänzend zu dem Thema auch noch Forscher und Erfindergeist, zu diesem Präsenzthema, was ich auf jeden Fall aufgreifen möchte, denn das ist was, was Fürth-Sachs sehr speist. Es ist ja branchenübergreifend und das ganz bewusst, weil Sachsen historisch bedingt immer branchentechnologieoffen war und das immer so gestaltet hat. Und das wiederum die Voraussetzung ist für neue Ideen, also sprich Innovationen. Die entsteht dort zwischen Branchen, an den Schnittstellen von Branchen und Technologien. Und je offener das ist, desto besser funktioniert das. Das wiederum kann ich natürlich nur initialisieren, wenn ich Zufälle generiere, indem ich Menschen zusammenbringe, die sonst nie was miteinander zu tun haben. Und das geht natürlich in der Präsenz deutlich besser, weil man sich anschaut, weil man eine Chemie zueinander spürt, ein Strahlen in den Augen, ein Vertrauen entwickelt. Und das ist online einfach schlicht nicht möglich. Also zu der Frage hin, was auf jeden Fall auch bei uns Präsenz, das ist auch jetzt so, wir haben viele Formate umgestellt ins Digitale und das ist charmant, weil man an der einen oder anderen Stelle feststellt, gut, das muss man das nächste Mal wirklich keinen Termin extra dahin fahren, sich zu treffen oder man kann es kombinieren. Aber diese Zufälle, dieses zukunftsorientierte, um weiter diesen Erfindergeist, Innovation und Zukunft gestalten zu können, ist das Persönliche ganz, ganz entscheidend. Was wird nicht wiederkommen oder was sollte nicht wiederkommen? Aus meiner Sicht, das ist eigentlich das Gleiche ja wieder, aber dass die Menschen gezwungen sind, mehr in ihren eigenen 4 Wänden zu machen und für sich allein mehr mit sich beschäftigt sind. Was ja jetzt war, einerseits durch die Beschränkungen, man war in sich geschlossen in den eigenen Räumlichkeiten, man hat keinen sozialen Austausch gehabt, aber auch keinen kreativen Austausch und weniger auch rechts und links schauen können. Also man war viel mehr auf sich selbst produziert und das wünsche ich mir natürlich, dass das weg ist, sondern dass sich das wieder öffnet, weil Präsenz das eine, aber auch diese Spirit und die Kunst liegt ja im Gemeinsamen, egal was man tut. Ich darf mich bedanken für Ihre Präsenz hier. Frau Heimann und Herr Schmeitzner, vielen Dank. Ich darf mich auch bei Online bedanken, wer auch immer das ist und wo auch immer. Das war Boomcast Industriekultur, der Podcast zur 4. Sächsischen Landesausstellung. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Auf Wiedersehen.